Und somit ein herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla mit mir, Luzi. Wir schließen das heutige Gebiet ab, was wir letztes Mal zu Ende gemacht haben in der Story, und zwar das Nottingham's Gear. Alle Rätsel machen wir heute und angefangen mit der Höhle, die vor uns liegt. Die befindet sich hier auf der Karte, ganz oben. Und es ist ja meistens halt so ein Rätsel, wo du halt rausfinden musst, wo es in der Höhle lang geht, ne? Und wo das geheime Item versteckt ist. Mal gucken, was uns hier drin erwartet. Wir lassen das Pferd mal draußen. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und wir gucken mal, was uns hier... Oh Gott, entgegenkommt gleich bestimmt. Oder auch nicht. Oh wow. Das sieht cool aus. So, jetzt natürlich schon die erste Frage, wo geht's eigentlich weiter? What? Am Eingang der Höhle schon Probleme, den Weg zu finden, ey. Das ist ja nice. Nee, es muss ja eigentlich nach oben weitergehen, ne? Es kann nur oben weitergehen. Also irgendwo oben muss es... Ach so, hier oben, lol. Naja. Auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn oder so. Oder wie heißt der Spruch? Ja, ich weiß nicht. So, wir haben einen Schlüssel. Und noch einer. Und noch einer. Schlüssel. Okay, und das ist... ein Opal. Und hier noch ein paar Schätze. Na gut, ja. Der Wetzstein von Tudal Tutgled. Um den Klingenerhalter zu finden, sei so trittsicher wie eine Bergziege. Erstes Blut bedeutet letzter Atemzug. Für jene, die deine Entschlossenheit prüfen. Oh, okay. Da bin ich mal gespannt, was uns hier in der Höhle erwartet. Wir werden wahrscheinlich sterben. Hier gibt es auch einige... Ach du Scheiße. Hier gibt es auch einige Truhen, die wir aufsammeln müssten. Und ich das auch, glaube ich, machen werde hier. Denn ein zweites Mal würde ich hier ungern reingehen. Okay, große Rune haben wir ja schon mal. Da geht's rüber. Wie eine Bergziege, Leute. Wie eine Bergziege müssen wir hier elegant rumklettern. Römische Geheimnisse. Die Pikten und die Dänen kämpfen verbissen um diese Lande und wir sitzen zwischen ihnen fest. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir müssen weiterhin unsere römischen Vorfahren ehren und ihre hier ruhenden Schätze in ihrem Namen beschützen. In stillem Gedenken an ihr Blut, das durch diese Lande strömt. Okay. Ist das so? Ist das so, ja? Ja, sag mal, wie komme ich denn darüber, ohne zu sterben? Wahrscheinlich hier hoch, ne? Wo die blauen Markierungen sind. Aber die Frage ist halt auch... Ach doch, darüber, guck mal. Oh Gott, leben wir noch? Ja, wir leben noch. Sehr gut. Ah ja. Yep. Okay, nice. Okay, wo geht's weiter? Hier unten sterben wir? Oder was? Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, wir müssen wieder dem blauen Zeichen hier folgen, oder? Oder übersehe ich hier gerade was? Vielleicht müssen wir auch einfach runter. Nee, müssen wir nicht. Hier ist noch ein Skelett. Ja, okay, aber was bringt das uns jetzt hier? Nur die Kiste oder was? Coole Mucke aber. Hier oben tropft's runter. Ah, da hinten ist eine Tür. Eieiei. Oh nein. Nicht gut. Dauert ein bisschen das Rätsel. Kommen wir auch so hoch? Ja, wir müssen es da mal festhalten. Sorry. Okay. Yep. Nice. Und jetzt da rein. Sehr schön. Können wir nichts mehr mitnehmen. Wir gehen mal weiter. Oh ja, hier sieht es schon mal gut aus. Hier ist auch ein Schloss. Machen wir das doch direkt mal auf. Und hier ist der Schatz. Oh, wir müssen ein
Sehr schön. Rätselhafte Tafel, Wettstein. Inschrift des Wettsteins. Hast du Mut und schärfst dein Schwert an diesem Wettstein? Töte dein Schwert einen jeden, den es schneidet. Bist du feige und benutzt diesen Wettstein? Verweigert dein Schwert dir den Dienst und schneidet gar niemanden. Wow. Okay, am besten also gar nicht verwenden, ne? Das ist wahrscheinlich so die Message. Geil. Abgeschlossen. Alles klar, ab zum nächsten Rätsel, würde ich sagen. Das nächste Rätsel ist wieder ein bisschen einfacher. Und zwar ist es wieder eine Abgabequest. Und zwar müssen wir hier abgeben dreimal Titan. Das ist direkt neben der Höhle, wo man auch Titan finden kann. Oh, und das machen wir hier mal zusammen. Das ist ganz easy zu beschaffen, denke ich. Aber braucht man natürlich auch für die Schmiede und so weiter, ne? Also es ist eigentlich auch ein wichtiges Element für uns, das wir hier gerade abgeben. Aber hey, alles für die Quest. So, Abfahrt. Geil. Abgeschlossen. Stein von Marmtor. Rätsel 2 abgeschlossen und wir bekommen dazu einen Fähigkeitspunkt. Nice, weiter geht's. Die nächsten zwei Rätsel befinden sich hier im Dorf. Und zwar in dieser Stadt hier. Wir gucken uns mal an, was wir hier machen. Zur nächsten Entscheidung. Sollen wir morgen im Wald spielen oder unten beim Fluss? Die Sitze beim Heu sind für den Wald. Und die Seite mit den Bohnensäcken ist für den Fluss. Wählt eure Sitze. Nicht schubsen, Björnsson. Ich hab dich im Auge. Aha. Also das ist nicht gut. Unentschieden. Das ist noch nie passiert. Hm. Was ist mit dem Großen da? Könnte er nicht für uns entscheiden? Gute Idee, Frode. Großer, setze dich zum Heu, wenn du für den Wald bist. Und zu den Bohnensäcken, wenn du für den Fluss stimmst. Ich bin für den Fluss. Die Antwort ist klar. Wir werden morgen beim Fluss spielen. Ja. Nun zur nächsten Angelegenheit unseres Tings. Wir brauchen einen Namen für unsere Truppe. Entweder die Jäger des verlorenen Kuchens oder die Schattendrachen. Die Sitze beim Heu sind für Jäger des verlorenen Kuchens. Und die Seite mit den Bohnensäcken ist für Schattendrachen. Wählt eure Sitze. Großer, du auch. Nur falls es wieder ein Unentschieden gibt. Naja, es wird natürlich jetzt wieder ein Unentschieden geben, ne? Hm, keine Entscheidung. Noch nicht. Großer, wir brauchen wieder deine Hilfe. Ja, komm, ich bin hier. Die Schattenkrieger. Es ist entschieden. Oder wie die heißen. Von nun an heißen wir Schattendrachen. Schattendrachen. Ein passender Name für baldige Krieger. Nun zur nächsten Abstimmung. Was sollen wir tun, wenn wir einen Soldaten der Pikten ergreifen? Die Sitze beim Heu sind für Verprügeln. Die Seite mit den Bohnensäcken ist dafür, ihn gefangen zu nehmen. Abstimmen. Keine Entscheidung. Noch nicht. Großer, wir brauchen wieder deine Hilfe. Ja, komm, gefangen nehmen. Die Sitze haben gesprochen. Wir werden ihn als Gefangenen verhören. Ein Weisheitsabzeichen wird allen verliehen, die dafür abgestimmt haben. Dir auch, Großer. Vergesst nicht, je mehr ihr über eure Feinde wisst, desto besser. Lasst euch keine Gelegenheit entgehen, mehr über sie zu erfahren. Frode, ich hoffe doch, dass du all diese weisen Worte auch aufschreibst. Danke für deine Hilfe, Großer. Der Nachwuchs stimmt mich zuversichtlich. Die Zukunft von Snottinghamshi ist in guten Händen. Oh ja, so ist es. Rätsel abgeschlossen. Das war ja chillig. Alting der Halbstarken. So, direkt nächstes Rätsel in derselben Stadt. Ein Sportschreit. Ist es der? Das ist der wahrscheinlich. Was für eine ansehnliche Statur. Kräftig, knackig, kultiviert. Ich? Ja. Ich frage mich nur, sind deine Wortkünste so umwerfend wie dein Aussehen? Wie meinst du das?
Männer zwinkern mir zu, Frauen lächeln mich an. Weil nicht nur in der Dichtung ich einiges kann. Willst du also dich messen, dann trau dich und sprich. Wenn dich lüstet nach Versen, versorge ich dich. Na klar. Ich zank mich mit dir. Sehr schön. Willst du es vielleicht interessanter gestalten? Also mit einem Wetteinsatz. Ja, na klar, hier. Mein Einsatz. Danke. Kann es losgehen? Fangen wir an. Wusstest du, dass ein Spottstreit verführend sein kann? Leider kommst du wohl nicht an mein Können heran. Statt nur sinnlos zu streiten, entsteht ein Duett. Was du sagst, glaube ich dir nicht komplett. Du hältst dich wohl für klug und du plusterst dich auf. Und ich werf dich aus... Oh Gott. Ich zieh dich in den Bann und ich werf... Das erste, oder? Was du sagst, glaube ich dir nicht komplett. Ah, das war kacke. Naja, ich hätte schon etwas mehr Feingefühl erwartet. Aber machen wir weiter. Als ich dich erst erblickte, da wurde mir warm. Ich war ziemlich beeindruckt, als ich dich vernahm. Auch die Worte aus deinem Mund mag ich gar sehr. Meine Lippen können viel, meine Zunge noch mehr. Ja, das ist, er will wahrscheinlich auf das hinaus die ganze Zeit, ne? Ja, komm. Meine Lippen können viel, meine Zunge noch mehr. Ja, mehr! Ich könnte ewig noch Dinge dir flüstern ins Ohr. Und sie werden nicht keuscher. Ich warne dich vor. Doch statt Worten hätte ich noch was anderes im Sinn. Da bin ich sehr gespannt drauf. Leg dich schon mal hin, da bin ich in jeden Fall... Ja, das erste auch wieder. Da bin ich sehr gespannt drauf, leg dich schon mal hin. Da bin ich sehr gespannt drauf, leg dich schon mal hin. Das war hinreißend. Ich treffe nur selten jemanden, der so mit mir mithalten kann. Also wollen wir uns dann vielleicht einen ruhigen Ort suchen, um mehr als nur Worte auszutauschen? Das waren nur Wortgefechte. Mein Gewinn, bitte. Das waren nur Wortgefechte. Mein Gewinn, bitte. Selbstverständlich. Ich wollte nur... Es war ja nicht ernst. Nur... Neckerei. Ja, so alles gut. Es war mir eine Freude. Mach dir nicht ins Hemd, Mensch. So, das war der Spottstreit hier in der Stadt. Wir ziehen natürlich weiter. Zum nächsten Rätsel. So. Willkommen zu einem meiner Lieblingsrätseln, Kappa. Und zwar hier mit diesen Steinformationen. Hier am Kinderfall. Ist es Kinderfall? Kinderfall heißt es, ne? Ja, auch in der Nähe des Dorfes. Mal gucken, ob wir das easy hinbekommen. Viele Steine sind es nicht diesmal. Schreibe es, Miss Sigurd. Valhall. Also, mein Vater sagt, die Mauern tropfen vor Met. Deine Finger singen und Flügel wachsen dir an den Füßen. Edelsteine fallen aus den Mäulern der Wölfe, Butter springt aus dem Fass aufs Brot. Und der Schlamm riecht nach Lavendel. Das hab ich gehört. Ja, und wenn deine Augen Regen verlangen, sind die Tropfen warm. Sehnt dein Lächeln sich nach Sonne, öffnet sich der Wolkenvorhang. Blutiges, glänzendes, unzerstörbares Valhall. Eines Tages werden unsere Schlachthalme uns dorthin führen, Eivor. Und mein Vater wird nicht bei uns sein. So viel weiß ich sicher. Okay, eine Geschichte von Eivors Kindheit. Ich glaube, ich muss es oben haben, ne? So. Oder komme ich hier auch nicht so hoch, wenn ich das so mache? Oder? Na, da fehlt ein bisschen Scheiße. Oh, ho, ho, ho. Ja, das klappt sogar mit einem Stein weniger als geplant. Wer ist jetzt der Gute? Wer kann dieses Rätsel gut mittlerweile? Ja, ja, ich bin das. Nein, Quatsch. Hochmut kommt vor dem Fall, ey. Aber es war easy, echt, tatsächlich. Im Gegensatz zu den anderen Steindingern. Steinmännchen. Gut, wir gehen weiter. Und da sind wir schon. Direkt in der Nähe. Ist hier auch was, und zwar... Ja, halt direkt oben drüber quasi. Mal gucken, was der von uns möchte. Vielleicht können wir ihm ein bisschen helfen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Was mit Archibald passiert ist? Ja, so. Na, der Funkenbold. Ich war da, als er das Ding in Brand gesteckt hat. Wir wollten ihn aufhalten, aber er musste es ja herausfordern. Du hast alles gesehen? Los, erzähl uns, was passiert ist. Die Sage, Wilfried, ist wahr. Ein legendärer Piktenkrieger, der mit bloßen Händen einen Wolf zerreißen kann. Du hast ihn gesehen? Winter. Ich weiß nicht, was wir gesehen haben. Aber irgendwas ist da oben. Als Archibald das Feuer gelegt hat, hielt er stolz die Fackel hoch.
Plötzlich sehen wir, wie ihm sein Kopf vor die Füße fällt. Ist er weggerannt. Sollten wir wenigstens seine Leiche bergen. Ha. Nur zu. Aber ich steige diesen verdammten Berg nicht nochmal hoch. Nicht für alles Silber in diesem Land. Den Berg da, oder was? Okay, wir gucken mal nach. Die Fackel meinte er, oder was? Nee, ne? Einfach den Berg hoch, oder wie? Ja, hier ist auch was. Knochen, Knochen, Knochen. Ich glaube, ich muss den Knochen folgen. Knochen, Knochen, Knochen. Jetzt sind wir ganz oben. Okay. Nee, noch nicht ganz. Wow. Okay. Warte mal, ich glaube, wir müssen das anzünden. Und wo ist jetzt der Krieger? Oh oh, da kommt er. Sag mir deinen Namen, Krieger. Ganz wie du meinst. Oh, 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 der ist sauer. Dein Lebenszweck ist es für mich zu sterben. Ha, er kann sprechen. Der ist richtig sauer, Leute. Hat er eine Schwachstelle? Oh, fuck. Er hat einen Schultern irgendwie. Aber es juckt ihn irgendwie nicht so. Okay, jetzt juckt es ihn ein bisschen. Und tschüss. Oh Gott. Jetzt aber. Okay, das war's. Die Legende in den Bergen. Eine weitere Legende ist also tot, Leute. Das war eigentlich ganz cool. Schattiges Pikten-Erbstück haben wir bekommen. Nice. Okay, hier irgendwo im Wald. Da hinten, an der Brücke. Das befindet sich hier direkt am Fluss. Ziemlich mittig. Stehen bleiben sollen? Ich muss einen Steinmann bauen, der mich vor den Piktenmännern beschützt. Ich gebe mir so viel Mühe, aber es klappt einfach nicht. Oh Gott. Da wird mir ja traurig, wenn man dir zuhört. Steinmännchen oder was? Ja, komm. Damit haben wir jetzt eine Übung, Leute. Da, zack, fertig. Hey, das kannst du ja richtig gut. Ja, na klar, ich habe Übung. Eine Prüfung von Geist und Geduld vor. Schichte die Steine hoch und breit. Aber sie fallen immer um. Du musst dich von der Schönheit der Natur leiten lassen. Form, Gleichgewicht und Ausdruck sind entscheidend. Oh, boah, danke, dass du mir das gezeigt hast. Ruhige Hand und ruhiges Herz, kleine Riesin. Leb wohl. Ja, ich bin froh, wenn wir so ein bisschen helfen können hier. Ich kann gut allein zurecht, Mama und Papa. Sorgt euch nicht um mich. Oh, die ist ganz alleine. Ich habe ein Heer von Steinmännern, die mich beschützen. Das ist traurig. Weiter geht's. Willkommen zum nächsten Rätsel. Willkommen zum nächsten Pilzrätsel. Und zwar hier genau auf diesem Punkt. Mal gucken, was uns heute erwartet. Bei diesem Pilzrätsel, denn die sind ja ab und zu ist ja kämpfen. Und ab und zu musst du halt echt so ein bisschen dein Köpfchen noch anstrengen. Hier oben, okay. Mal gucken, was es heute wird. Seltsam. Besiege den Gegner. Oh no, nicht die wieder. Oh nein, nicht die schon wieder. Wow. Der ist ja krass da unten. Na, gefällt dir das? Und tschüss. Erst nur noch du. Und dann haben wir es schon, ne? Nice. Oh, das war ja einfach. Was ist?
Also manche Rätsel sind echt einfach hier. Ich dachte eigentlich, im Laufe des Spiels werden die schwerer. Aber ich will mich echt ehrlich gesagt nicht beschweren. Ein paar Schritte weiter kommt schon das nächste Rätsel. Ist auch so eine Steinformation. Hier. Ungefähr. Mal gucken, ob wir das hier auch wieder easy lösen können. Das sind meistens durch diese Bilder, die wir da rausfinden müssen. Aber wir können uns erstmal anhören natürlich, was der jetzt zu sagen hat. Das mache ich nämlich auch sehr gerne. Einfach ein bisschen zuhören. Stolz erfüllt mich, dass der Herr hier im Lande der Vriokensäte so klar durch meine Seele spricht. Er erzählt von seinen Werkzeugen. Will, dass ich eines werde. Scheinbar kämpften die Nephilim hier vor langer Zeit. Gegen einen großen Sturm beschützten sie uns. Diese alten Wege müssen wir in Ehren halten. Ich habe den Menschen, die am Vrioken leben, erklärt, was er uns hier hinterlassen hat. Gesegnet seien die, die in diesem heiligen Lichte schreiten. Okay, sehr schön. Gut, dieses Symbol brauchen wir. Das sieht schon mal gut aus da hinten. Vielleicht wieder so ein bisschen näher ran, oder was? Nee, würde ich nicht sagen. Nee, diesmal von einer anderen Perspektive wahrscheinlich, ne? So einfach ist es nicht immer. Hier vielleicht. Oh. Könnte sein, wenn wir ein bisschen näher rangehen. Nee, auch nicht. Okay. Oh Leute, ich glaube, ich hab's. Man muss hier in die Höhle rein. Und schon haben wir es geschafft. Sehr gut. Ich spüre etwas. Licht und Hitze. Das ist doch ein bisschen länger gedauert, wie ich dachte. Ich bin ja wirklich komplett im Kreis gelaufen, um herauszufinden, wie das Symbol sich am besten zeigt. Und ihr müsst hier einfach tatsächlich in diese kleine Höhle hier rein. Und dann ist es ganz easy. Nächstes Steinrätsel, also Bildrätsel, was auch immer. Das befindet sich hier ziemlich mittig. Ja, rechts neben dem Fluss halt. Und das sieht schon mal ziemlich nice aus hier. Sieht auch ein bisschen groß aus irgendwie, ne? Wir hören uns mal an, was die Tafel sagt. Die Königreiche von Beornike und Elmet erlaubten mir, hier zu beten. Auf Geheiß des Eoppa von Beornike. Die Nephilim waren die einzigen, die in der Lage waren, solche Pfeiler zu bewegen. Mit der Macht des Herrn, die sie stützte. Doch wogegen rüsteten sie sich? Hast du ihnen befohlen, o Herr? Gegen die Sünde der Menschen früherer Zeiten? Sollten sie die Dämonen fernhalten? Okay. Uff, Alter. Das ist ja wieder mal eine Rätselstunde hier. Wobei, ist es das schon? Nee, ne? Das wäre ein bisschen zu einfach. Das wäre ja ein bisschen zu einfach, liebe Leute, hier. Oh, ich glaube, ich hab's schon wieder. Das ging doch schneller als erwartet. Komm. Nee. Jetzt kommt noch ein bisschen. Ey, das hat doch gezählt. Ist doch alles beisammen, oder nicht? Nee, noch ein bisschen. Hallo? Noch ein bisschen. Hallo? Das ist es doch eigentlich. Okay, da ist noch ein bisschen. Vielleicht ein bisschen weiter zurück. Ah ja, okay, ist sie. Jawohl. Irgendwas versperrt die Sicht. Ist das so? Das da, oder was? Ah, guck mal einer an. Hat das wirklich die Sicht versperrt? Ein bisschen knifflig ist das schon gerade. Jetzt, oder? Jetzt! Boah, das war eine Geburt. Eine seltsame Kraft.
Okay, cool. Sehr schön. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Es scheint wieder so ein Kampf zu sein, hä? Oh ja, das sieht ein bisschen makaber aus hier. Das befindet sich hier, links vom Fluss. Und wir gucken mal, was der so drauf hat, hier, oder die? Und jede Walküre, oh, ist Schildmaid. Komm zu mir. Sei gegrüßt, Kriegerin. Sind diese Auen dein Langhaus, deine Methalle? Dies ist die Ritualstätte eines Drängers. Ich bin Skegjeld, Radnar Lodbrok verschworen, mit Huger und Leib, Eisen und Leben. Ich suche jemanden, der mit mir den Brauch vollzieht und bis zum Tode kämpft. Verstehe. Du hast in mir nicht den schlechtesten Gegner gefunden. Dann gib dich der Dränger Seder hin. Ragnar zeigte es mir in Upsalir 9 Monde lang und ich habe nie wieder aufgehört. Ich kämpfe nur gegen jene, die sich auch berauschen lassen. Ansonsten hätte ich einen wahrlich ungerechten Vorteil. Was für ein Trank ist das? Met und gammliges Brot? Ein heiliges Ale flüchtiger Geister. Mit Amanita muscaria, Thors Pilz. Ragnar und ich stürzten diesen großen Trank vor jedem Raubzug. Oft sah ich, wie er die Gesetze des Kampfes überstieg. Trinke von dem Gebräu, das hier brodelt, und wir ergeben uns gemeinsam einem Rausch, dem nur einer wieder entkommen wird. Auf Odin, auf Thor, auf Freya und jede Walküre. Und na die gut. Lotenhosen, komm zu mir, Ragnar, finde mich im Rausch. Mögest du mit starken Schritten auf Bifrost Dränger. Boah, shit, die ist gut. Alter. Boah, die ist stark. Du wirst die Würmer nähren. Zwei hätte ich gerne in meinem Team eigentlich. Für die, die viele Namen trägt. Immer schade, dass man so Leute eigentlich töten. Jetzt kann der Altvater mich sehen. Er öffnet seine Arme und nimmt mich auf. Au. Okay, das war's, ne? Du hast gut gekämpft. Unsere Reise war gerecht. Und deine geht nun weiter. Ich fliege davon. Lebe wohl. Ich werde den Gott der Dichtkunst kennenlernen. Oh mein Gott, einfach tot. So makaber. Schade, der hat's echt drauf gehabt eigentlich. Sehr, sehr schade. Ruhe in Frieden. Drängar besiegt. Gut, weiter geht's. So, weiter geht's. Wir sind hier ein bisschen weiter im Osten, beziehungsweise im Süden, auch links vom Fluss wieder. Und ich sehe gerade die Person, ich achte unten. Dein Tod wird gerecht werden. Was ist hier geschehen? Mögen gebrochen. Was ist hier geschehen? Lol, what? Ein Angriff schlug fehl. Wir trafen auf mehr von Kausantins Pikten als erwartet. Die Reichen haben immer mehr. Sowohl Geld als auch Speere. Meine Männer waren nicht bereit. Wir wurden überrascht. Doch es ist noch nicht vorbei. Sie wissen, dass ich noch lebe. Ach, noch mehr Pikten! Scheiße! Pikten! Boah, Alter! Voll in mein Auge rein. Diese verdammten Pikten hier immer. Aus dem Weg. Geht's dir gut? Lebst du noch? Die Gefahr ist gebannt. Was für ein Kampf! Der Piktenkönig Kausantin wird morgen einen leichteren Geldbeutel haben. Danke für die Hilfe. Nenn mich Eivor. Rhys der Name. Rhys Sheerwin. Weißt du, wir könnten noch jemanden wie dich in unserer fröhlichen Bande gebrauchen. Dank uns werden die Armen reicher und die Reichen ärmer. Wir haben ein Versteck in den Wäldern. Komm doch mal auf ein Ale vorbei. Vielleicht. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, dann besuchen wir den mal, wenn wir es überhaupt finden. Ein Versteck im Wald. Klingt spannend. Ja, und wir gehen mal zum nächsten Rätsel direkt. Das ist ja witzig. Ich bin gerade dem Typen gefolgt, dem wir geholfen haben. Und da ist auch das nächste Rätsel. Das soll also ihr Versteck sein. Das ist zusammenhängend. Das ist ja nice.
Wie war... Nicht gut. Unsere Freunde werden in Erinnerung bleiben. Nun müssen wir den nächsten Angriff planen und ihr übt weiter. Der Willkommen Herr in unserem uns bei, wenn wir auf eure Künste im Bogenschießen angewiesen sind. Wer schlecht zielt, gewinnt keinen Kampf. Unglaublich! Wer von euch war das? Ich. Ein prächtiger Schuss. Danke. Für einen Augenblick dachte ich, meine Ausbildung wäre doch durch ihre Dickschädel gedrungen. Versuch mal, eines der oberen Ziele zu treffen. Welche oberen? Die da, oder was? Ein gekonnter Schuss. Ich bin entzückt. Komm, das war doch nur ein Glückstreffer. Ja, ich wette, du triffst nie das, das Hühnchen da drüben. Welches das Hühnchen? Das da von der Stange baumelt. Welches, Mann? Na los, schieß von hier aus auf das baumelnde Hühnchen. Nicht mogeln. Um dieses Huhn zu treffen, braucht es eine Spezialtechnik. Oh, das war irre. Außerordentlich. Das ist doch gar kein Huhn. Ein wahrer Meisterschuss. Mitten rein. Du kannst jedenfalls darauf zählen, dass wir dir gegen König Kausantin und seine gut bezahlten Pikten helfen. Und danke, dass du diesen Steckrüben die Kunst des Bogenschießens näher gebracht hast. Besuche uns wieder. Ihr anderen? Was macht ihr hier genau? Wir borgen uns Geld von denen, die viel haben und geben es denen, die es dringend brauchen. Wir stahlen Silber von König Elle, Juwelen von Ethelwulf. Ich nenne es ausgleichende Gerechtigkeit. Okay, interessant. Versteckst du dich im Busch? Interessant, interessant, interessant. Ja gut, wir gehen mal zum nächsten Rätsel. Zweitletztes Rätsel. Muss ich ein bisschen weit reiten, aber ging schon. Ganz, ganz unten im südlichsten Teil eigentlich von Nottingham's Gear ist das nächste Rätsel. Das dauert zu lange. Ich brauche mehr Feuer. Mehr... Bitte, meine Familie. Sie sind zu Unrecht gestorben. Sie müssen verbrannt werden. Aber dieses Feuer taugt nichts. Wo ich denn? Muss sie verbrennen, ehe sie rachsüchtige Drauger werden. Hier muss es doch irgendwas geben, das gut brennt. Okay. Öl für das Feuer. Das dürfte reichen. Ja. Hier, mein Freund. Soll ich es draufschmeißen? Danke. Danke. Mögen Sie nun in Frieden ruhen. Was das? Werden Sie wirklich ruhen? Du sprachst von rachsüchtigen Drauger. Das ist deine Familie. Ich bin schuld. Ich habe sie getötet. Meine Gier raubte mir erst den Verstand und dann die Familie. Mein Bruder sollte den Reichtum meines Vaters erben. Doch er stand mir zu. Sie nannten mich einen Lump, einen Schandfleck. Sie hatten recht. Nun ist unser Familienvermögen im Haus. Doch es ist nutzlos, weil niemand da ist, mit dem man es teilen kann. Ich bitte dich um einen Gefallen. Strecke mich nieder, damit ich sie in Helheim um Vergebung bitten kann. Okay. Männer wie du finden Schlimmeres als den Tod. Ich hoffe, deine Familie verdammt dich, selbst in Helheim. Das war makaber gerade von mir, ne? Ohne zu zögern, einfach umgebracht. Krass, Alter. Krass, krass. Lucy, du hast dich voll verändert. Nein, Quatsch, Mann. Okay, mein Erbe wird an meinen zweiten Sohn gehen und nicht an meinen Erstgeborenen. Mein Erstgeborener ist ein Lump und ein Spieler und er würde das Familienvermögen nur verprassen, das ich so mühselig angespart habe. Harte Worte, harte Worte. Wir gehen zum letzten Rätsel, mein absolutes Hassrätsel. Let's go. So, ab zum Endboss, Leute. Zum Rätsel-Endboss. Es befindet sich genau hier. Bei der Anhöhe. In der Mitte dieser Insel. Und wir gehen rein, oder? Let's go. Oh mein Gott, really? Okay. Sean, diese Fragmente von Erinnerungsströmen, ergeben die irgendein Gesamtbild? Bisher nichts Schlüssiges, nur Zufallsbilder. Schwer zu sagen, wie die zusammenpassen. Verdammt. Ich glaube, es steckt mehr dahinter, als es scheint. Mach einfach weiter. Mach einfach weiter.
Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen warten, oder? Ne, es hält anscheinend für immer, okay. Gut, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das heißt, ich muss das hier direkt aktivieren wahrscheinlich. Die Frage ist, wohin? Da geht er nicht. Das könnte ich höchstens aktivieren. Dank der Sonne sehe ich natürlich jetzt sehr wenig. Kann ich sonst was... Das kann ich aktivieren. Okay, lassen wir das mal so. Eins, zwei... Was ist mit dir, Minion? Ach so, das ist mit diesem verschiedenen Reflektor... Ah, warte mal. Muss ich vielleicht... okay, ich vermute schon... okay. Ich glaube, ich muss das hier nochmal umlenken. Zum Turm dann, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht, Leute. Ich gehe da mal hoch. Sieht aber schon mal gut aus, glaube ich. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt? Was ist denn jetzt? Ah ja. Mit Zeitlimit auch noch. Ja, das schaffen wir ja nicht, Alter. Oder? Schaffen wir das? Wie kann man das denn schaffen? Doch, schafft man. Okay. Gut, Leute, das haben wir geschafft. Das aktiviert das. Für eine kurze Zeit, okay. Ja! Verkackt. Okay, das ist tricky. Ah, ihr rennt doch mal ein bisschen schneller, ey. Oh mein Gott, ey, ich hasse diese Rätsel. Okay, Leute, ein bisschen rumgebastelt hier. Das muss ja auch nochmal rein, warte. So, jetzt hält es nämlich länger. Es hält es sogar für ewig, wie es ausschaut. Und wir können da jetzt easy rübergehen. Okay. Was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir? Also wir müssen ja irgendwie da hochkommen erstmal. Das heißt, wir müssen das hier da aktivieren. Also ihr müsst erst dieses Ding hier rüberstellen, damit ihr es hier rüber könnt. Das erleichtert euch einiges. So, jetzt können wir nämlich hier hoch. Frage ist, wie lange haben wir Zeit für das? Okay, schon ein bisschen. Ja, okay, wir haben genug Zeit für die Strecke. Wir warten kurz, bis der Strahl aufhört und dann gehen wir nochmal rein. Oh, das war zu früh gesprungen. Ich bin zu früh gesprungen, Leute, sorry. Meine Geduld in diesem Rätsel ist leider ziemlich begrenzt immer. Wie man weiß. Okay, jetzt kommen wir hier rüber. Zack, zack und zack. So, was haben wir jetzt? Wir können jetzt hier rüber. Hier rüber. Ja, und was dann? Wir bauen das für den Rückweg. Aber wir müssen erstmal nach hinten wahrscheinlich rein, ne? Also erstmal das hier aktivieren. Und dann wahrscheinlich das hier hinten aktivieren. Damit wir erstmal da hochkommen. Es hört immer recht schnell auf, dieses Zeug, ne? Wow! Ja, und jetzt? Okay, okay, geil. Ja, und nu? Ach so, ich verstehe, okay. Jetzt müssen wir hier rauf. Und dann darüber heftig richten. Ja, und jetzt wird's interessant. Hast du gehört? Der Hohe Rat hat der Mutter ihren Titel aberkannt, weil sie unserem Peiniger die siebte Methode unserer Rettung überließ. Die siebte Methode? Oh geil, wir haben's. Warum hat man uns nichts gesagt? Es kenne nur Gerüchte und Hörensagen. Anscheinend erfordert die siebte einen menschlichen Wirt. Ein menschlicher Wirt? Eine Wiedergeburt? Als einer von denen? Ja, doch es ist ein kleiner Verlust für ein hohes Ziel. Ein Wagnis, das wir einnehmen können. Ne, da oben müssen wir hin, ne? Ne, das haben wir schon. Ey, was fehlt denn noch? Fehlt noch irgendwas? Ja, wir lassen das mal hier drauf, oder? Damit das wenigstens für ewig bleibt, dann können wir ganz easy gediegen eigentlich das Rätsel abschließen. War ein bisschen eins der schweren, würde ich sagen. Oh mein Gott, es hört auf, ey, really? Und für Menschen... ohne Geduld auf jeden Fall... Ach du Scheiße. Für
für Menschen ohne Geduld auf jeden Fall nicht zu empfehlen, diese Rätsel. Denn, ja, Geduld ist so eine Sache bei solchen Rätseln. Aber wie man sieht, müssen wir das hier leider machen. Okay, jetzt noch zu dir. Fast geschafft. 8 erledigt, fehlen noch 2. Oh Gott, noch 2. Und hier ist noch ein kaleidoskopisches Prisma des Kauderwelschs. Nicht schlecht, Sean. Du arbeitest an deinen Kenningar? Ja, das mache ich in der Tat. Danke, dass du es bemerkt hast, Datenschubse. Okay, wir haben es noch 2 Stück, also hat sie gesagt. Naja. 1 weniger. Hab sie. Sehr gut, wir haben es geschafft. Aber wo sind dann noch die 2? Briodium Anhöhe. Alle Rätsel abgeschlossen von Snottingham Gear. Das war ziemlich cool. Wir sehen uns in der Endcard. So, Leute, das waren alle Rätsel von dieser Map, von der Snottingham Gear. Einige schwere dabei, einige sehr einfache dabei. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, den Lösungsweg zeigen, etc. pp. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann mit der Hauptstory. Ich freue mich und bis dann, euer Lucian. Ciao.